So, hallo, wir machen weiter. Bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wir sind immer noch nicht zum dritten Schrein gekommen, aber haben einen Boss letztes Mal erledigt, haben sehr viel gelernt über verschiedene Sachen. Und jetzt muss ich aber irgendwie von dieser Boss-Plattform wieder runterkommen. Ich glaube, ich kann hier ins Wasser springen. Ich glaube, dafür ist das da. Ja. Hat funktioniert. So, und wenn wir jetzt eh schon wieder hier unten sind, dann probiere ich jetzt mal Folgendes. Ich wollte ja überlegen, ob ich hier auch anders hochkomme, außer durch diese Lorenwege. Na? Und das Ding ist, hier unten. Ach nee, jetzt ist da wieder. Ich wollte da rüber. Komme ich da wieder rüber? Komme ich da irgendwie mit ein bisschen Geduld wieder rüber? Oje. Oh, das wird nervig. Das wird vor allem nicht funktionieren, aber ich wollte was ausprobieren. Aber dafür muss ich da wieder hinkommen. Wenn ich jetzt irgendwo kurz wieder stehen könnte, meine Ausdauer regeneriere. Aber wir kommen schon recht weit, ne? Wir kommen mit der Ausdauer echt weit, wenn ich nicht diesen Sprung mache. Warte, ich komme auch so wieder hoch, lol. Man hätte das wirklich nicht machen müssen. Man kommt auch so hier hoch. Ja, sick. Ja gut, dann hat sich die Fragestellung geklärt. Dann hat sich die Fragestellung geklärt. Soll mir recht sein. So. Ja, wir waren in dieser Gambling-Maschine und. Ach so, falls mich jemand nicht kennt. Das hier sind ungeschnittene Let's Plays. Das heißt, ich erlebe das Spiel und ihr könnt mich beim Erleben begleiten. Es wird aber nichts irgendwie geschnitten, dass irgendwie, keine Ahnung, langweilige Sachen raus sind oder 3 Millionen Bossversuche rausgeschnitten werden und nur der Bossversuch, der funktioniert, wird gezeigt. Nein, es ist einfach so, wie ich es spiele. Das heißt, wenn ich für etwas länger brauche, dann dauert es einfach auch länger zum Zuschauen. Aber dafür kann man auch zum Beispiel vorspulen und so weiter und so fort. So. Und wir haben letztes Mal schon rausgefunden, dass wir hier einen Krog transportieren sollen. Den würde ich natürlich auch wieder gerne mitnehmen. Kann ich auf den Schienen auch laufen? Also theoretisch ja. Theoretisch ja. Einmal probieren wir es aus. Einmal probieren wir es aus, einfach weil ich zu faul bin. Vor allem, wenn man jetzt halt schon so viele krasse Sachen hat, was wird dann das alles erst noch mit den neuen, also mit noch mehr Fähigkeiten? Wir haben ja jetzt schon krasse Fähigkeiten. So, ne? Das ist. Ich bin da echt gespannt, was da noch alles kommt mit dieser Hand. Welch ein Schock. Kannst du bitte sanft sein, wenn du mich sehen kannst? Ich stecke in der Klemme. Das weiß ich doch. Das weiß ich doch alles schon. Ja, jetzt lass mich dich doch transportieren. Mein Gott. Aber ich glaube, das wird. Ich glaube, das schaffe ich nicht so. Oh, Hardcore-Mode. Oh mein Gott. Der Balanceakt. Lo, das war super knapp. Das war super knapp.
Aber witzig, dass das geht. Super witzig, dass das geht. So. Ja, ja, ja. Gib mir meine 2 Krogsamen. Okay. Schön. Sehr schön. So, hier ist wieder so ein Ding. So ein Fenster zum Himmel. Ja, so ein Nanium. Okay. 3 Millionen Ventilatoren fliegen jetzt hier auch rum. Brauchen wir alles nicht. Gut, vielleicht schaffen wir es ja heute zum Dings. Ah, jetzt könnte ich... Ja, okay. Schaffe ich es nochmal? Es geht ja nur geradeaus. Aber ist hier noch irgendwas Spannendes? Nee, eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht. Ich glaube nicht, dass hier noch irgendwas Spannendes ist. Oh, shit. Das ist jetzt frech. Da habe ich mir die falsche Seite ausgesucht. Ja, aber dann würde doch die... Hä, dann würde doch die Lore hier auch nicht lang fahren können. So, dann macht die Lore doch auch einen Abflug. Nein. Okay, ich probiere es noch 2-3 Mal, dann lasse ich's. Nee, ich glaube, das wird nichts. Es ist zwar eigentlich nur geradeaus laufen. Aber irgendwie schaffe ich den, wie ich es gerade geschafft habe, irgendwie kriege ich den Rhythmus nicht raus. Ah, okay. Nee. Schade. So. Dann müssen wir aber... Ja, aber... Wie kann ich denn... Ich meine, ich... Ach, Mist. Okay. Ich meine, ich habe eine Idee, was klappen könnte. Aber ich bin mir sehr unschlüssig. Wir probieren es mal aus. So, erstmal muss hinten einer ran. Ja, nicht so. Ja, so. Und jetzt, was würde passieren, wenn jetzt an der Seite auch noch 2 Ventilatoren sind, die den so ein bisschen nach drüben stabilisieren? So, keine Ahnung, ob das funktioniert. Ich glaub's nicht, aber hey. Man kann's ja mal ausprobieren. Ist hier noch einer? Ah, hier ist gar keiner mehr. Ja, ich könnte jetzt meinen Kapselventilator nutzen, aber nee. Probieren wir es mal mit einem einzigen. Es ist ja eh nur ein Versuch. Na. Nein. Der nicht. Hä? Kann ich die nicht getrennt? Also muss ich die beide gleichzeitig anmachen? Ah, weiß ich nicht. Lol. Das hat ihn jetzt ja richtig rübergezogen.
Ja, okay. Ja, muss dann jetzt auch nicht sein. Ja, komm. Dann muss man. Ah, ich check's. Deswegen hängen hier auch die Haken rum. Dann muss man das wie eine Seilbahn fahren, das Ding. Dann fahren wir das halt wie eine Seilbahn. So, komm her. Hallo. Ach, diese Haken sind... Oh, mein Gott. Nein, ich will, dass der... Nein. Ich kann jetzt nur so drehen und so. Ah ja, doch jetzt. Das wollte ich. Wenn nicht so. Ich will jetzt, dass er sich in die... Wobei, das könnte doch... Das würde doch schon klappen, oder? So, zack. Ja, das sieht doch schon gut aus. Jetzt hängen wir da dich ran. Und jetzt haben wir eine Seilbahn. Jetzt kann allerdings der Kollege hier wieder ab. Hallo? Der Kollege hier kann wieder ab. Den brauchen wir jetzt erstmal nicht. So. Let's go. Ad funktioniert. So muss das. Halt. So. Sehr schön. Okay. Wehe, hier gibt's keine gescheite Belohnung dafür. Ein Krog würde ja schon reichen. Oder eine Truhe oder irgendwie sowas. Oder beides. Mit Ruhe. Let's go. Mit. Okay, so ein Reisekochtopf-Kapselding. Ist okay. Frech wäre es, wenn irgendwann mal da oben drauf ein Krog ist. So. Weil es so viele von diesen Dingern gibt, ne? Und da könnte halt locker mal oben drauf ein Krog sein. Na gut. Ansonsten ist hier oben hoffentlich nichts. Dann können wir wieder hier runter. Sushi. Komm zu Papa. So, hier drin haben wir schon gesehen, da sind Viecher. Da müssen wir jetzt mal ganz vorsichtig uns ranschleichen. Ach nee, das sind unsere Leute. Ich hab nichts gesagt. Grubenhöhle. Ah, hier kriege ich nämlich Essen für Wärmemedizin und so Zeug. Ach, mehr Wärme. Also ihr wisst, was ich meine. Yo. Sehr gut. Alles mir. Alles mir. Alles meins. Auch sehr schön. Das war eine ordentliche Ausbeute. Das war eine sehr ordentliche Ausbeute. Cool. Okay.
Ja, du erzählst mir, dass ich kochen kann. Also. Ja. Ja. Ja, erklär's mir kurz. Wärmende Speisen. Nach Wärme klingende Namen. Okay. Ist hier nichts, das den Körper kühlt? Ja, das habe ich nicht vor. Erstmal am Nordpol Eis essen. So. Okay. Jetzt haben wir wieder ein paar Chilis gerade bekommen. Dachte ich. Ach, hier unten. Dann können wir auch nochmal ordentlich was Warmes zum Essen machen. Ja, perfekt. 8:30 ist jetzt, glaube ich, das längste, was wir haben. Damit sollten wir schon hochkommen. Damit sollten wir schon gut hochkommen. Ja, lasst mich halt erstmal da hoch. Normale Waffe gegen kleine Viecher. Reicht vollkommen aus. Aber wo komme ich jetzt raus, wenn ich hier hochlaufe? Also es ist ja nochmal ein anderer Gang. LOL! Ach, das reicht gar nicht. Ah, jetzt habe ich ihn erwischt. Mario Signum. Und die Dinger hauen dann immer ab, die hier, weißt du schon. Die gab es ja auch in Breath of the Wild schon. Ich habe vergessen, wie sie heißen. Lumi oder so. Ich glaube, Lumi heißen sie. Jetzt müsste ich sogar nochmal zurück, aber wir haben genug zu essen. Wir haben genug Kälteschutzmedizin. Passt schon. Ach. Das war's, oder? Nee, doch, hier geht's. Ah, hier oben geht's raus. Okay. Ja. Dann wird es jetzt Zeit für die Kälteschutzgeschichte. Wir starten mal mit 5 Minuten. Ah, ich krieg sogar nochmal Chili hier auch. Cool. Okay. Und der Schrein ist da oben. Ja, ist schon ein bisschen Weg. Ist schon ein bisschen Weg. Da ist aber auch irgendwas Spannendes. Ja, okay. Ich muss mich trotzdem umgucken, auch wenn ich jetzt diese Zeit immer im Blick habe. Ich muss mich ein bisschen trotzdem umgucken können. Das ist ein Krog-Rätsel. Kann ich das ohne Magnetmodul? Ach ja, klar. Oh, die sind jetzt natürlich. Oh, nee, jetzt muss ich das mit dem drehen. Ach. Ja, das ist jetzt ja im Prinzip schon richtig. Okay, da muss man es praktisch kurz absetzen und dann kann man es richtig reinsetzen. Okay, I see. Oh, das wird stressig. Da gibt's bestimmt stressige Rätsel von. Von der Variante gibt's bestimmt ganz stressige Rätsel. So, den Kollegen haben wir erledigt. Da unten wäre der andere Weg gewesen. Ah, dann wäre das da gar nicht weitergegangen, oder wie? Hätte ich durch die Höhle gemusst? Kann auch sein. Ich wüsste jetzt nicht, wie es da weitergeht, aber vielleicht ist da auch eine Höhle und ich sehe sie nur gerade nicht. Okay. So, ich wollte auf jeden Fall mal da hoch zu diesem gelben Ding. Und schauen, was das ist.
Was bist du? Hä? Was ist das? Muss ich das fangen? Ist das ein Krog? Ah, das ist ein Krog. Okay. Interessant. Alles klar. Gut zu wissen, wie die Dinger funktionieren. So, dann ist hier hinten wahrscheinlich nichts mehr. Okay. Dann können wir jetzt weiter Richtung Schrein gehen. Noch ein paar Chilis, sehr schön. Okay. Er will da auch mit uns reden. Die Krieger und Elite-Konstrukte haben in den Garten der Zeiten über die Jahrhunderte träumisch, wie ich sehe. Es tut mir so leid, dass sie nachgekommen sind. Ja, das war jetzt nicht so spannend. Ja. Habe ich vor. Danke, dass wir drüber geredet haben. Ach. Hallo. Ah, Mann. Gegen Mehrgegner kämpfen ist immer so ein bisschen kritisch, ne? Muss man mal leider gestehen. So. Eine Waffe kaputt, eine neue bekommen. Dann verknüpfen wir die doch gleich mal. Einfach, weil wir es können. Nee. So. Hä? Ach, es ist ein Stein dran. Ja, okay, wollte ich eigentlich nicht, aber ist in Ordnung. Da wäre ein Kochtopf. Brauchen wir jetzt nicht. Passt so. Da drüben ist er immer aus der Höhle raus. Okay. Dann haben wir den Rundweg jetzt geschafft. Ja, sehr schön. Dann können wir jetzt hier weiterlaufen. Okay, aber ich komme hier gar nicht hoch. Ah, ich muss hier unten lang. Okay, 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 alles klar. Dann gehen wir unten lang. Ah, ich komme vielleicht an der Seite hoch. Oder durch die... Oh. Oh, das ist so einer. Ich muss mal ganz schön meinen Kälteschutz erhöhen. Ah, schlau wäre es halt gewesen, Kälteschutz so zu machen, dass es nicht automatisch heilt, weil, ne? Nur Kälteschutz, aber es ist jetzt egal. Das war nicht, was ich wollte. Der hat eine Flamme. Der hat so einen Flammenwerfer, der Frechdachs. Okay, ganz ehrlich. Der kriegt jetzt von mir erstmal... unsere Bosswaffe ins Gesicht gedrückt. Puh. Schnell was essen. Eieiei. Flammenkeule. Bruder. Oh, das geht auch auf die Batterie, ja?
Das geht auch auf die Batterie. Aber das lädt sich nicht auf? Doch, okay. Ich dachte schon. Warte, Bogentasche. Hör doch auf zu pfeifen. Mann, wo ist meine Bogentasche? Ah, hier. So, den will ich kaputt machen. Nein, ich will den weg. Und den mit. Danke. Okay, okay, also ich muss hier rein. Aber hier am Rand könnte ich auch lang, oder wie? Nee, es sieht nicht so aus. Boah, es wird so coole Objekte geben, zu denen wir hin irgendwie später können. Keine Ahnung, ob wir fliegen können oder ich weiß es nicht. Aber so ein bisschen wie, es fühlt sich so ein bisschen wie Skyward Sword an, wo man auch diese Inseln besucht hat. Okay. Bodenlose Höhle. Oha. Lumi. Ah, zu spät. Aber ich denke hier drinne. Ich denke, hier drinnen dürfte das jetzt nicht weiter problematisch sein. Donnerblume. Oha. Hier drinnen. Damit habe ich Bombenpfeile. Mit einer Donnerblume habe ich praktisch Bombenpfeile. Ja, aber ich, wie ich gerade sagen wollte, hier drinnen dürfte es jetzt nicht problematisch sein, wenn wir noch ein bisschen Dings behalten. Ohne, also ohne Kälteschutz weiterlaufen. Salz. Okay. Truhe. Da darf ich auch einfach so hin. Okay, cool. Was hast du Hübsches für mich? Bernstein. Ich habe auch gerade gesehen, Als Syntheseangriff macht Bernstein einfach plus 4. Das ist halt auch nice. Das heißt, solche Erze sind auch für Angriff gut. Nicht mehr nur für irgendwas verkaufen. Wir haben immer noch keine Rubine. Was bist du denn für ein ekelhaftes Ding? Egal was du bist, du kriegst jetzt erstmal einen Feuerpfeil ins Gesicht. Okay, das hat ihm aber nicht so gejuckt, leider. Okay, bevor der mich killt, speicher mal. Ich habe da so ein Gefühl, dass der komische Dinge mit mir machen könnte. Oh, Aktionen neu. Sind jetzt die zwei... Ach so, okay. Hä, die zeigt es jetzt hier an und alles andere nicht? Okay, keine Ahnung. Das ist deine Mission. Ah. Das ist deine Mission. Ja, so bringt es nämlich nichts. Dann machen wir es aber anders. Mann!
Und tschüss. Ah, das ist auch gleich wieder kaputt. Naja, gut. Dann ist es so. Raubschleimstein. Das Ding hatte eine Truhe gefressen. Okay, also die Dinger auf jeden Fall kaputt machen. Hinter denen können Ton sein. Yo. Sick. Ja, meine tolle Waffe ist gleich wieder kaputt. Kann es nicht ändern. Das hat man halt nur kurzzeitig, dieses Boss-Ding. Okay, komme ich eh hier rum hoch oder ist das ein Bonusweg? Das war nicht, was ich wollte. Ich glaube, da komme ich eh hoch. Ich glaube, das macht so einen Bogen. Ja. Nee. Nee, macht's nicht. Dann müsst ihr da gleich nochmal hingehen. Ja, weil hier komme ich raus. Okay, okay, okay. Nee, dann will ich da noch, dann will ich da mal hochklettern. Dann will ich da mal gerade hochklettern. Weil das sieht dann doch ein bisschen spannender aus. Mann! Dann brauche ich ein bisschen mehr Geduld. Okay. Normales Klettern, keine Sprünge. So. Was gibt's hier oben Hübsches? Außer Himmelspilze. Und mehr Donnerblumen. Nisch. Na gut. Na gut. Das war nicht die beste Idee. Da gongt die Zeitglocke wieder. Ich hoffe, ich habe ja alles gefunden, was man finden konnte bisher. Zumindest keine wichtigen Collectibles ausgelassen. Das wäre nämlich ärgerlich. Bruder! Erschreck mich halt. Mich würde interessieren, ob man dem eine Donnerblume ins Gesicht drücken kann. Erstmal heilen. Erstmal Heilung. Ja, komm. So. Und dann Donnerblume. Junge, wie viel Zeug ich hab. Du kannst es hier nicht aus der Tasche. Was willst du von mir? Auf den Boden. Nehmen. Ah, ich kann es nicht hochheben, oder was? Ich kann es nur einsammeln. In die Hand. Ah, ich kann es nicht werfen. Ah, oh, ich dachte, der frisst die vielleicht. Okay, dann sorge ich dafür, dass er sie frisst. Das war nicht meine beste Idee. Ich habe sie nämlich auch gefressen. Okay.
Das war in der Tat nicht meine beste Idee. Okay. Wir haben zum Glück nicht viel verloren. Also wahrscheinlich gar nichts verloren. Oh, ich habe sogar jetzt meine Waffe wieder. Auch gut. Aber die war noch gar nicht kaputt, ne? Ich dachte nur, die war kaputt. Ich glaube, ich dachte es nur. Ist so ein ekelhafter Gegner. Ich habe gar keine Worte dafür, so ekelhaft bist du. Du hältst richtig viel aus. So, machen Abflug. Aber die haben immer eine Truhe. Die haben immer eine Truhe gegessen. Krass. Opal. Das lohnt sich schon, die kaputt zu machen. Flammenwerfer. Es wird noch dauern, bis ich solche Kapseln einsetze. Ich sage ich gleich, weil ich nicht so der Typ dafür bin, der sowas immer schnell einsetzt. Aber da wundert ihr euch bitte einfach nicht. So, verrostete Sachen kann man direkt verbessern. Ohne lange zu zögern, verbessern wir die. Zack. Sehr, sehr schön. Okay, ja, jetzt brauche ich wieder Essen. Für Kälte, also gegen Kälte. Machen wir mal die 3 Minuten. Weil die Frage ist ja, wie weit ist es jetzt noch zum Schrein? Ich habe ja keine Ahnung, wo ich hier rauskomme. Und ich schätze, der Schrein ist hier über mir. Wahrscheinlich könnte ich auch einfach hochklettern, aber ich gehe den langen Weg. Weg! Ja, da ist er, genau. Ja, komm, dann gehen wir erstmal zum Schrein. Ich will den Schrein in dem Part noch haben. Wo sind wir parttechnisch? Ist das eine 30 oder ist das eine 39? Ah, ich fürchte, es ist eine 38. Ja, vielleicht ist dann doch für den Part zu viel. Dann machen wir den Schrein im nächsten Part. Wobei die bisher immer schnell gegangen sind eigentlich. Ach, ich kann hier nicht klettern. Frech, ich muss außen rum gehen. Na gut. Na gut, ich muss außen rum gehen. Ja, dann machen wir den Schrein beim nächsten Mal. Dann komme ich jetzt eh noch nicht hoch. Komme ich denn hier überhaupt hoch? Ich glaube, ich komme hier auch noch gar nicht hoch. Bekomme ich dann im Schrein was, womit ich an Eis klettern kann vielleicht? Oh, okay, aber geht das jetzt? Kann ich das zumindest wieder machen? Ja, das geht. Also das ist wie das Magnetmodul. Ich kann das rausziehen. Sehr gut. Das ist wie das Magnet. Ich kann die Sachen rausziehen. Das ist cool. Ja, aber wie komme ich jetzt da hoch? Das erschwert die Geschichte jetzt ein wenig. Muss ich über den Weg da hochgehen? Da könnte ich scheinbar klettern. Oha!
Ich glaube, ich muss über den Weg da hoch. Und dafür muss ich erstmal wieder ganz runter. Ah, weiß ich nicht. Würde ich nicht sofort als gegeben sehen, dass ich da runter muss. Mein Kälteschutzessen ist... Oh, nee. Das lassen wir schön bleiben diesmal. Mein Kälteschutz ist jetzt auch nicht so optimiert. Aber ich habe keinen anderen Weg. Ich komme da nicht hoch. Schwierig. Nee, ich komme hier nicht hoch. Nee, ich rutsche sofort ab. Keine Chance. Okay, dann gehen wir da runter. In der Hoffnung, dass es mir irgendwas bringt. So. Dann gehen wir da hinten längs. Dann klettern wir hier hoch. Ja, hier kann ich nämlich hochklettern. Oha. Okay. So, kurz innehalten. Ja, doch, 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 das geht. Das funktioniert. Ja. Ah, hier könnte ich noch mal... Okay. Ist so eine Kampf... Ah, Kampftruhe. Ja, okay, Kampftruhe. Aber ich kam da nicht hoch. Vielleicht bekomme ich eine Fähigkeit im Schrein, wie ich dann da hochkomme. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Aber jetzt sind wir beim Schrein. Jetzt haben wir es geschafft. Das war eine schwere Geburt. Hätte ich von der Seite irgendwie hochgekonnt? Ich glaube, ja. Ich hätte die Wurzeln hochgekonnt, ne? Ich hätte die Wurzeln hochgekonnt. Ich bin so ein Rindvieh. Ja, okay. Gut. Nächstes Mal. Der dritte Schrein. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.